und herzlich willkommen bei Schauskipp, dem Kinomagazin auf Schau-TV mit Dominik Timpel und Nora Schleich. Und wir haben folgende Filme für Sie mit dabei: eine Heimatkomödie der etwas anderen Art, ein fantastisches Biopic und eine klassische Hollywood-Komödie. Und mit der fangen wir auch an, und zwar mit Mädelsabend. Tja, und es ist ein Mädelsabend mit Folgen. Elizabeth Banks. Ja, die wunderschöne Elizabeth Banks, bitte. Timpelchen, sind wir ein bisschen verliebt? Verliebt, aber die ist schon sehr, ja. Na gut, also die wunderschöne Elizabeth Banks wird von ihrem Mann verlassen, macht dann mit ihren Mädels einen drauf und das ist nicht der perfekte Zeitpunkt. Am nächsten Tag wartet nämlich auf sie die Karrierechance ihres Lebens und da scheint alles schief zu gehen. Gibt es irgendwelche Dinge aus ihrer Vergangenheit, die wir wissen sollten? Ich bin eine ganz brave. Megan, du kleine Sch. Wir gehen mit dir aus. Du ziehst was Nuttiges an, wie Denise. Ich besitze nicht was Nuttiges wie Denise. Sprich mir nach, ich werde keine Bremse sein. Ich werde keine Bremse sein. Wo wohnst du? Wo wohnst du denn? Vertraust du mir? Ja, nicht. Nein, nein, nein! Sie haben 4 neue Nachrichten. Megan, der Sender braucht ein neues Gesicht. Die kommen heute vorbei. Ich könnte echt Hilfe gebrauchen. Mich schießen! Leihen Sie mir kurz Ihr Handy? Oh, du verschwindest jetzt besser. Was soll denn der Scheiß? Mensch, wieso bist du so schnell? Ich war in der Schule im Leichtathletikteam. $1,50. Es ist irgendwo hier. Lassen Sie sich von Ihrem Zuhälter fahren. Ohne die Fahrzeugpapiere darf ich Ihnen das Auto nicht geben. Ich hab den Schlüssel. Drehen Sie sich um, dann sehen Sie, wie es Hup-Hup macht. Darauf falle ich nicht rein. Könnte ein Trick sein. Ach ja. Ich muss mir dein Fahrrad borgen. Okay. Du bist ein Engel. Zeig mir deine Möpse und ich leih dir mein Fahrrad. Do it. Also ein denkbar schlechter Zustand. Ohne Handy, ohne Geld, ohne Ausweis, ohne Auto, auf dem Weg zu dem Bewerbungsgespräch des Lebens. Ich weiß, das ist verrückt. Und das nach einer durchzechten Nacht mit One-Night-Stand. Ja. Also Elizabeth Banks muss sich da wirklich durch halb Los Angeles plagen, um dorthin zu kommen. One-Night-Stand, das Thema möchte ich jetzt kurz ein bisschen aufgreifen. Wir sprechen ja öfter mal über die unterschiedlichen Titel Deutsch und Englisch, aber da ist es ganz, ganz spannend. Der Film heißt im englischen Original Walk of Shame, also quasi Weg der Schande, sagt man im Englischen gerade dann, wenn meistens eine Frau nach einem One-Night-Stand nach Hause geht. Ich finde das so peinlich. Auf Deutsch heißt der Film einfach nur Mädelsabend. Ich muss ja sagen, ich finde jetzt ein One-Night-Stand ist nichts, wofür man sich genieren muss, weder Mann noch Frau. Das ist mutig. Wir leben in einer modernen Welt und Zeit und das dürften sich auch die deutschen Übersetzer gedacht haben. Mädelsabend, ganz normal, aber in Amerika, im brüden Amerika, ist das scheinbar noch ein Thema, dass man da sagen muss, Walk of Shame. Nein, 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 sie ist nur eine Nutte. Und das im Land mit der größten Pornoindustrie weltweit. Tja, kein Porno, aber eine Komödie mit Elizabeth Banks. Mädelsabend ab jetzt im Kino. Eine Biografie über eine Frau, die man vielleicht gar nicht so kennt. Violette Le Duc, geboren 1907 in Frankreich, aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen mit einem ungeahnten Weg vor sich. Ist eine Frau hässlich, kommt das einer Todsünde gleich. Ist man schön, dreht man sich nach dir um, weil du so schön bist. Ist man hässlich, dreht man sich nach dir um, weil du so hässlich bist. Guten Tag, Violette. Guten Tag, Madame. Sie haben ein gutes Buch geschrieben. Kühn und kraftvoll. Darauf kommt es an. Sie sollten einfach erzählen. Alles. Schwarzhandel, Liebesgeschichten, die Abtreibung. Sie würden den Frauen einen Dienst damit erweisen. Simone de Beauvoir, ich begrüße Sie. Die französische Gesellschaft scheint an der Schwelle zu tiefgreifenden Umwälzungen zu stehen, die die Beziehungen der Frauen zur Schriftstellerei verändern werden. Violette Le Duc, ich habe von ihr erzählt. Jean Genet, Sie sind der Größte von allen. Ohne Zweifel. Wissen Sie, warum mein Buch nicht in der weißen Reihe erschienen ist? Das sieht ja trostlos aus. Sagen Sie es nur, sagen Sie es. Anscheinend gibt es hier nur Julien Grine. Jetzt machen Sie nicht so ein Gesicht. Ich verreise nur. Ich bin noch nicht tot. Und wann sind Sie wieder zurück? Die
Die Verhungernde ist das Stärkste, was Sie bisher geschrieben haben. Ich hatte nur nicht damit gerechnet, derart angebetet zu werden. Bin ich Ihnen zu hässlich, dass Sie mich nicht lieben? Ich will, dass Sie aus meinem Leben verschwinden! Aber Sie haben mir diesen Platz in Ihrem Leben gegeben. Ihr Geschrei, Ihre Tränen bringen nichts. Ihr Schreiben schon. Sie sprechen über die Sexualität der Frau wie keine Frau jemals zuvor. Voller Poesie, Wahrheit und glauben Sie mir. Eines Tages wird man Ihnen das danken. Mein Fall ist kein Einzelfall. Ich habe Angst vor dem Tod und ich leide daran, auf der Welt zu sein. Ich werde gehen, wie ich gekommen bin. Unverändert. Beladen mit meinen Fehlern, die mich gequält haben. Also diese Frau hat mit ihrem Schreiben wirklich für großes Aufsehen gesorgt in der damaligen Zeit. So ist es. Hat quasi alle Tabus gebrochen, die es gegeben hat. Sie hat über die weibliche Sexualität geschrieben, was sich ein bisschen durch unsere Sendung zieht heute, muss man sagen, kommt schon wieder vor. Das ist doch grotesk! Und nein, weibliche Sexualität. Sie hat über ihre lesbischen Vorlieben geschrieben. Sie hat auch über ihre Abtreibung geschrieben und das war wirklich ganz, ganz großes Tabu damals. Und sie ist dann auch mit Simone de Beauvoir in Kontakt gekommen und dürfte sich tatsächlich in sie verliebt haben. Ich habe nur nicht damit gerechnet, derart angebetet zu werden. Tja, aber nicht nur Simone de Beauvoir war begeistert von ihr, sondern auch Jean-Paul Sartre zum Beispiel. Das heißt, sie wurde damals wirklich mit Anerkennung überschüttet und ist dann leider in Vergessenheit geraten. Jetzt entdeckt man sie wieder als große Frauenrechtlerin der damaligen Zeit und deshalb wollte Regisseur und Drehbuchautor Martin Provost auch mit ihr diesen Film machen, einfach um zu zeigen, was sie für die Frauenbewegung für heute alles geschaffen hat. Also eine ganz, ganz spannende Biografie. Violette, ab jetzt im Kino. Der dritte Teil der Heimat-Trilogie von Markus Rosenmüller, beste Chance. Man muss die ersten beiden Teile jetzt nicht unbedingt kennen, damit man den dritten Teil gut finden kann. Schaden tut es natürlich auch nicht. Worum geht's im Endeffekt? Um ein kleines Dorf und die dagegen unendlich große weite Welt und wie ein Mädel aus dem einen das andere komplett aufmischt. Hat sich fast nichts verändert. Ist es gut oder schlecht? Gut. Und schlecht. Es sind 5 Jahre vergangen. Die Zeiten ändern sich heute mal. Wenn man weg ist, dann ist man halt mal weg. Aber deshalb ist man hier doch nicht lange weg. Scheiße! Scheiße! Kathi, ich bin's, die Joe. Ich brauch dich. Irgendwas ist da passiert, das spüre ich. Ich muss da hin. Mach dir keine Sorgen, okay? Walter, Hubert. Wir müssen nach Indien. Kommt überhaupt nicht in Frage. I'm looking for my friend Joe. Have you seen her? We are searching both of them. Alle zwei. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen meditieren und so. Also ich weiß nicht, was das bringen soll. Na sauber, Joe. Treibst du ihn doch bloß wieder rum. Wann bist du zurückgekommen? Nicht wegen mir. Sag mal, wo ist Kathi? Wie, wo ist Kathi? Das weiß ich nicht. Ja, aber die sucht die doch in Indien. Was? Wow. Zur Wahrscheinlichkeit gehört eben auch, dass ab und zu mal was Unwahrscheinliches passiert. Blöd. Ich denk positiv. So, kurz mal die Zusammenfassung der ersten beiden Teile. Kathi und Joe sind beste Freundinnen, sie machen gerade ihren Schulabschluss und es geht um Fernweh, Reiselust und die Sucht nach Abenteuern. Es hilft nichts. Wir müssen nach Indien. Jedenfalls sind jetzt im dritten Teil 5 Jahre vergangen und die beiden haben sich ziemlich aus den Augen verloren und plötzlich erreicht Kathi dann einen Hilferuf von Joe aus Indien auf dem Anrufbeantworter. So, den Rest haben Sie ja im Trailer gesehen, nur so, dass Sie sich jetzt ein bisschen auskennen. Was wichtig ist und was nicht, das sagen wir euch dann schon.
Also das einmal die Rahmenhandlung. Regisseur Rosenmüller hat es ja geschafft, wieder die Originalbesetzung zusammenzutrommeln. Ja, okay! Was die Echtheit des Films natürlich unterstreicht. Und er hat gemeint, er könnte sich auch vorstellen, über die nächsten Jahre hinweg immer wieder mal einen Film aus dieser Reihe zu machen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Weil er sagt, es gibt ja auch im echten Leben immer wieder unterschiedliche Abschnitte und die würde er gern anhand immer derselben Schauspieler auf die Leinwand bringen und herzeigen. Also könnte das so eine Art Langzeitprojekt für ihn werden. Ja, und mich erinnert das Ganze an einen anderen Film, den wir erst kürzlich vorgestellt haben, und zwar Boyhood von Richard Linklater. Der wurde ja auch über 12 Jahre hinweg gedreht. Ja, also kommen die scheinbar so in Mode, diese Langzeitprojekte. Irgendwie, ich frage mich gerade, Langzeitprojekt, ich weiß nicht, hast du schon mal ein Langzeitprojekt in deinem Leben wirklich gehabt eigentlich? Ich glaube, ich habe jetzt gerade eins gestartet, das läuft so 16 bis 18 Jahre jetzt erstmal. Ein Hund? Nein, ein Kind. Also, Entschuldigung, sehr unsensibel, aber warum wird das nur 16 bis 18 Jahre? Ja, das Projekt läuft schon länger, aber die ersten 16 bis 18 Jahre sind sicher so intensiv, da muss man sich echt ständig drum kümmern. Ach so, ja, das. Ich kann da nicht ganz mithalten, muss ich sagen, aber ich habe schon mal, also auch recht heavy, ich habe mir mal alle 6 Star Wars Filme hintereinander angeschaut. Boah. Übrigens, ja. Der 7. Teil, der wird jetzt gerade gedreht und Harrison Ford hat sich ja vor einigen Wochen bei den Dreharbeiten den Knöchel gebrochen. Jetzt ist das eine spannende Geschichte, weil die nämlich das Drehbuch so umgeschrieben haben, dass alle Szenen, in denen er drinnen ist, jetzt einmal bis zur Hüfte nur gedreht oder gefilmt werden und die Szenen, wo er ganz drinnen ist, die werden erst ganz zum Schluss abgedreht. Also spannend, wie man da so herumarbeiten muss. Mhm. Den Film macht ja J.J. Abrams, der hat ja schon Star Trek komplett vernichten dürfen mit seinen beiden Neuverfilmungen und jetzt darf er eben das 2. der große Science-Fiction-Genre meiner Kindheit ruinieren, nämlich Star Wars. Bin gespannt, wie grottenhaft und unfassbar schlecht es werden wird. Aber da haben wir noch Zeit, bis wir uns damit quälen dürfen. Filmstart ist Ende 2015 und viel, viel früher gibt es da schon die nächste Ausgabe von Schauskip, nämlich nächste Woche. Bis dahin.